So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen kleinen Bastelprojekt. Heute bauen wir wieder mal was mit Epoxid aus Holz und los geht's. Zur Herstellung des Servierboards habe ich, wie ihr sehen könnt, Nussbaumholz verwendet. Ich finde die unterschiedlichen Schattierungen zwischen hell und dunkel auf der Oberfläche ziemlich interessant und denke, die werden später auch gut zur Geltung kommen. Ihr könnt hier natürlich auch jede andere Holzart verwenden, das macht in der Herstellung keinen Unterschied. Ich habe mir dann die Maße des Boards aufgezeichnet und das Brett mit der Kappsäge abgeschnitten. Wenn ihr keine Kappsäge habt, könnt ihr natürlich auch eine Handsäge verwenden, aber da müsst ihr dann schon sehr genau arbeiten. So, bevor wir jetzt hier gleich mit dem Epoxidharz weitermachen, werde ich zuerst mal noch die Baumkante hier mit Epoxidharz einstreichen, sodass sie versiegelt ist und dass wir später dann keine Probleme mit Luftblasen haben. Durch das aufgetragene Epoxidharz werden winzig kleine Poren im Holz, in denen sich noch Luft befindet, geschlossen und so gibt es dann später kein Problem mit Luftblasen, weil keine Luft mehr aus dem Holz austreten kann. Soweit so gut. Das Harz muss jetzt erstmal aushärten und ich mache in der Zeit mit dem Bau der Gießform weiter. Zur Herstellung der Gießform habe ich wie immer beschichtete Spanplatten verwendet. Das sind hier Reststücke von alten Betonschalungen, die kann man gut nochmal verwenden. Zum Zuschnitt habe ich die Tischgeißsäge verwendet. Wenn ihr keine Tischgeißsäge habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch die Platten gleich im Baumarkt zuschneiden lasst. Die Oberfläche des Holzes muss dann mit Klebeband abgeklebt werden, sodass das Harz keine Verbindung mit der Lackschicht eingehen kann. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, spezielles Klebeband für die Epoxidharzverarbeitung verwendet. Ihr könnt aber auch ganz normales Klebeband, also Paketklebeband aus dem Baumarkt verwenden. Das funktioniert ebenfalls. Die Gießform habe ich mir dann mit Schrauben zusammengeschraubt. Ihr müsst hier dabei darauf achten, dass die Gießform später komplett wasserdicht ist. Ich habe hierzu die Stöße unten nochmal zusätzlich abgeklebt. Ja, hier solltet ihr wirklich sehr genau arbeiten, weil wenn euch das Harz später ausläuft, habt ihr eine Riesensauerei und viel Ärger und zusätzliche Arbeit, was man so vermeiden kann. Das Holzbrett sollte dann passgenau in der Gießform sitzen, sodass rechts und links kein Harz unter das Brett laufen kann. Ich habe dann zusätzlich zur Fixierung noch Schraubzwingen angebracht, sodass das Brett nicht aufschwimmen kann. Ja, an der Vorderseite, da wo sich jetzt die Baumkante befindet, habe ich dann noch eine Silikonlinie aufgetragen, sodass das Harz später etwas höher aufgetragen werden kann, aber nicht über das ganze Brett läuft. Die Schalungsform war dann auch soweit fertig, dann können wir uns jetzt schon das Epoxidharz anmischen. Zum Gießen habe ich ein neues Produkt der Firma Dippon verwendet und zwar handelt es sich hierbei um das B20 Jewel Cast. Das Harz zeichnet sich durch eine hohe Klarheit und eine sehr gute UV-Beständigkeit aus. Wie immer muss man das Epoxidharz dann erstmal anmischen. Das besteht aus zwei Komponenten, aus dem Harz und aus dem Härter. Das Mischungsverhältnis beträgt hier 2:1, das bedeutet 2 Teile Harz auf 1 Teil Härter wird hier miteinander vermischt. Ich habe das Harz noch zusätzlich eingefärbt. Das sind hier Farbpigmente in Flüssigform. Die Farbe Schwarz, die wird dem durchgemischten Harz dann einfach zugegeben. Danach wird alles nochmal gut durchgemischt und dann kann das Harz schon verwendet werden. Beim Gießen müsst ihr dann auf jeden Fall auf die maximale Gießhöhe achten, für welche euer Harz ausgelegt ist. Beim B20 Jewel Cast, was ich jetzt hier gerade eben verwende, ist die maximale Gießhöhe 20 mm. Das bedeutet, dass ich eine Schicht in der Höhe von 20 mm auf einmal gießen kann. Ja, danach muss das Harz dann ca. 5 bis 7 Stunden erstmal aushärten und dann kann die nächste Schicht gegossen werden. Die maximale Gießhöhe sollte da auf keinen Fall überschreiten, weil das Harz sonst aufkochen kann und dann ist es letztendlich unbrauchbar. So Leute, die erste Schicht Harz war in der Gießform. Ich werde jetzt mal so ca. 6 bis 7 Stunden warten und dann gieße ich die nächste Schicht. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da bin ich schon wieder. Ich habe die zweite Schicht Harz jetzt mal ohne euch gegossen. Ist ja das gleiche wie beim ersten Mal auch.
Die Oberfläche, muss ich sagen, die ist echt top geworden. Keinerlei Lufteinschlüsse, komplett glatt. Damit bin ich echt zufrieden. Nach 3 Tagen können wir jetzt mal mit dem Ausschalen beginnen und dann geht es mit dem Schleifen weiter. Ja, und jetzt würde ich sagen, schalten wir es erstmal aus und schauen uns an, wie es geworden ist. Dann mal wieder kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Projekte gefallen und ihr euch eventuell was nachbauen wollt und hierzu noch eine ausführliche schriftliche Anleitung benötigt, dann schaut einfach mal auf meinem persönlichen Blog unter www.gray-element.de vorbei. Da habe ich alle Projekte, die ich so in den letzten Jahren gebaut habe, nochmal eingestellt mit ausführlichen schriftlichen Anleitungen. Und die verwendeten Produkte für das Projekt werde ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinken. Dann wieder zurück zum Projekt. Wie ihr sehen konntet, ist die Oberfläche ja relativ gut geworden. Ich werde jetzt hier zunächst mal den Grobschliff durchführen. Dafür verwende ich zunächst mal den Extenderschleifer und Schleifpapier mit einer Körnung von 80. Dadurch lässt sich das überschüssige Harz dann ganz leicht abtragen. Ja, im Folgegang habe ich dann noch Körnungen von 120, 180 und 240 verwendet und damit war dann der Grobschliff abgeschlossen. So, mit dem Grobschliff war ich durch. Ist immer eine staubige Angelegenheit. Bevor wir dann zum Feinschliff kommen, werde ich mir jetzt oben ins Holz noch so Ablageflächen für Gläser und andere Sachen einfräsen. Ja, und damit machen wir jetzt weiter. Die Aussparung habe ich mir zunächst mal auf dem Brett angerissen. Ich habe mich hier für 2 Runde-Aussparungen entschieden, in denen man dann Gläser abstellen kann. Natürlich könnt ihr hier eure Fantasie freien Lauf lassen. Ja, die Rundungen habe ich dann, wie ihr sehen könnt, zunächst mal mit der Lochfräse mal angezeichnet oder angerissen oder angesägt, wie auch immer, sodass man später scharfe Konturen erhält, die man dann eben ausfräsen oder zuerst hier mit dem Bohrer ausbohren kann. Ja, ich habe, wie ihr sehen könnt, zunächst mal den Forstnerbohrer verwendet, habe das Grobe ausgebohrt, weil es eben einfacher ist als mit der Oberfräse. Und die Feinheiten habe ich dann mit der Oberfräse nochmal nachgearbeitet. Da kann man dann wirklich millimetergenau arbeiten. Für die Kanten habe ich dann ebenfalls die Oberfräse verwendet. Damit lassen sich dann ganz einfach gleichmäßige Rundungen erzielen. Dann ging es ja schon mit dem Feinschliff weiter. Ich habe hierzu verschiedene Körnungen von 600 bis 3000 verwendet. Die Körnungen werden dann nacheinander durchgeschliffen. Das Ganze habe ich nass geschliffen, wie ihr sehen könnt. Dadurch lassen sich noch bessere Ergebnisse erzielen. Ja, das ist ein bisschen Fleißarbeit, ein bisschen Fitzelarbeit. Da müsst ihr ordentlich arbeiten und je sorgfältiger ihr hier arbeitet, desto besser wird dann letztendlich das Ergebnis. Zuletzt habe ich dann noch eine Polituerpaste verwendet. Das gibt dem Ganzen dann wirklich noch das letzte Finish. Damit lassen sich dann noch mikroskopisch kleine Kratzer auf der Oberfläche entfernen. So Leute, mit dem Feinschliff war ich jetzt auch durch. Ich werde jetzt auf den runden Ablageflächen noch eine dünne Schicht Epoxidharz auftragen, sodass der Boden gleichmäßig schwarz ist. Und dann machen wir mit dem Oberflächenfinish weiter. Zur Versiegelung des Servierboards habe ich dann noch ein Hartöl verwendet. Das Ganze ist lebensmittelecht und wird mit einem Lappen einfach auf das Holz aufgetragen. Ja, dadurch kommt dann, wie ihr sehen könnt, die natürliche Maserung und die Farbe des Holzes sehr schön zur Geltung. So Leute, hier seht ihr jetzt nochmal das fertige Servierboard. Ich würde sagen, das Ergebnis ist top geworden, kann sich sehen lassen. Ich bin zufrieden. Ja, für heute hätten wir es dann wieder soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.